Hallo aus Bogen, vor mir steht Niklas Haag, Kapitän der SG Bogenfeldens. Niklas, 9:0 Schützenfest heute. Wie leicht war es heute der Mannschaft gefallen, diesen Sieg einzufahren? Ja, ist nie leicht. Jedes Spiel ist von Anfang an sehr schwer. Wir sind aber mit der nötigen Ernstheit daran gegangen und haben von vorne weg eigentlich den Ton angegeben, haben immer wieder versucht, spielerische Lösungen zu finden. Das muss auch der Ansatz sein heute daheim in Borgen. Und haben dann im Endeffekt ja in der Höhe eigentlich auch verdient gewonnen. Ja, nach dem 3:0 war eigentlich das Spiel entschieden. Inwieweit hat die rote Karte noch gegen Traberer Spieler die Situation beeinflusst? Ja, die rote Karte, klar, die spielt dann immer noch ein bisschen in die Karten. Da geben sich immer noch mehr Lücken, wo wir dann auch vor allem auf die 10 und auf die 6 spielen können und versuchen, den Steckpass vorne reinzuspielen. Und das ist dann natürlich noch mal leichter. Mhm. Was hat dich besonders gefreut heute? Wahrscheinlich, dass der Stefan Dech sein erstes Saisontor gemacht hat. Ja, ne? Stefan, der hat sein erstes A-Klassentor nach, glaube ich, fast 10 Jahren endlich geschossen. Und da trinken wir auf jeden Fall gleich ein und ich hoffe, dass der Stefan auch auf jeden Fall die Kiste gleich gibt. Direkt. Ja, ihr wollt ja dieses Jahr oben mitspielen, bis zum Schluss, wenn es geht. Ja. Klar. Ja. Was hat der Trainer immer wieder gesagt, wo es von Spiel zu Spiel hingehen soll? Wir schauen einfach von Spiel zu Spiel. Wir wollen jedes Spiel 3 Punkte holen. Und wie es dann am Ende aussieht, das gucken wir dann. Also wir haben jetzt als Ziel gesetzt, wir wollen oben mitspielen. Das haben wir auch in den letzten Jahren immer getan. Also muss auch der Ansatz da sein. Und wir gucken einfach von Spiel zu Spiel und wollen jedes Mal 3 Punkte holen. Genau. Nächste Woche Auswärtsspiel bei der SG Buchholz. Ja. Wie schwer wird es dort oben? In Buchholz wird es sehr schwer. Buchholz hat vor ein paar Jahren noch Bezirksliga gespielt, hat vielleicht ein paar erfahrene Spieler dabei und müssen wir genauso konzentriert wie jetzt die letzten 2 Spiele gegen Gonzerath und heute auftreten. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir da auch die 3 Punkte mitnehmen können. Okay, prima. Dann noch viel Glück. Ne? Danke.